So, hallo, wir haben heute den 20. März 2022 und heute werden wir hier mit einem sauberen, desinfizierten Schweizer Desinfektionsmesser, Flächendesinfektion, hier die Pflanze ringeln, unsere Ficus carica, und wir wollen dann hier schön haben Wurzeln und hier legen wir das Cambium frei und einen Erleer machen. Das machen wir mal in einen ganz einfachen Schnitt hier rundum, ja, mit dem desinfizierten Messer mal unten, dann oben, nicht zu tief. Hier sollen ja die Wurzeln wachsen. Und dann schälen wir das Ganze ab. So. So soll das dann ausschauen. Das Cambium muss weg. Und das ist überwald. Hier hat man schon eine Wunde, die habe ich mal schon abgerissen aus Versehen. Wollen wir dann, dass hier die Wurzeln rauswachsen. Dann will ich überall erledigen. Und nochmal dumm, Hände war schon ganz wichtig. So. Das bedeutet, wenn wir das abschneiden, dass die Wachstumshormone zu der Wundstelle geleitet werden. Und die Pflanze so schnell wie möglich neue Wurzeln bildet. So, ganz wichtig ist, dass das Cambium, das Grüne unter der Rinde, wegkommt. Und nicht nur die Rinde. Da, nächstes Mal brauchen wir ein kleineres Messer. Dass man nicht ins Bild reinhauen. Aber wir haben es mehr oder weniger gleich geschafft. Pflanze da schön zu trennen. Da haben wir noch ein bisschen Cambium, wo die Energie durchgeht. Nicht drauf tapschen mit den Fingern, so wie ich es, das habe ich jetzt falsch gemacht. Und so schaut das Ganze dann aus. Na, da kann man noch ein bisschen. Hier haben wir das Riesenglück. Und jetzt werden wir natürlich diese Flasche hier da hinauf machen, die durchsichtige. Die müssen wir natürlich dann, wir werden es einmal hier halbieren. Flasche, was machen wir da? Schneiden wir mal mit dem Messer hinein. Ein Loch. Und dann kann man sie ganz leicht mit einer Gartenschere rundherum. Das machen wir dann so. Schönheitswettbewerb werden wir nicht gewinnen. Aber auf jeden Fall ist sie ab. So haben wir einen Proteinweg zum halben Preis. 50% Angebot von Bestandteil namens Opa. Und das ist in der Waschmaschine gewaschen worden. Dann einmal herum. Ringeln nicht um die Pflanze, sondern auch. Und wir haben es mehr oder weniger schön geschafft. So, um die jetzt herumzubekommen, müssen wir natürlich von unten noch hineinstechen und seitlich an der Naht aufschneiden. Das ist nicht zu schwer. So schaut das dann aus. Dann können wir die herumbekommen. Unten müssen wir noch ein bisschen nach mit der Schere. Das zu massiver. Doch hineinschneiden.
sehr massiv. Forceffekt ist nicht gerechnet. Aber das Gute ist, es rinnt dann das Wasser hinaus. Und jetzt können wir das herumwickeln um die Pflanze. Müssen wir hier unten anbiegen. Das ist ganz schön scharf, da brauchen wir noch mehr Kraft. Dass das wegkommt, ne? Dafür hält es wenigstens gut. Und wenn wir die Wurzeln wollen wir nach unten haben. So. Und dann werden wir das Ganze nach unten schieben. Unter die. Und zu machen. Bin ich schon gespannt, was da passiert. Zu machen ist natürlich ganz leicht. Dann nehmen wir wieder die Streifen, haben wir schon vorbereitet. Und kleben das einfach wieder zu. So. Kleber hier. Und Kleber dort. Das kann man von innen noch schön zukleben, oben doppelt. Kann auch ein bisschen unten offen lassen. Das macht gar nichts. Wir müssen die auch feucht halten und gießen. So, Armbrustdruck entscheidet. Und jetzt kommt wieder unser Spezialsubstrat aus 2/3 Perlit und 1/3 Kokoshum, das wir jetzt da vorsichtig applizieren werden. Aber nicht ohne vorher was umzulegen. So, da legen wir eine Schale runter, dass wir nicht so viel verdrücken. Füllen wir das hier gleich ein. Und jetzt kommt das vereinte Substrat. Vorsichtig. So, brauchen wir nicht zu eng machen. Schön locker das Ganze hineingeben. So. Das Perlit ist 100% natürliches mineralisches Obsidian, Lavagestein. So, Obsidian ist sehr runtergeblumst. Das ist der Vorführeffekt, wie immer. Noch. Ja, gut, sehr gut. Schauen, ob wir oben ein bisschen voll machen. Vielleicht kommen ja auch die Wurzeln da oben. Kann man dann sehen. Und das ist 100% mineralisch. So, jetzt haben wir schön in der Mitte. Das kann man sich ja dann gut, je nachdem, wo man das andrückt, voll machen. Haben wir optisch noch. Den Namen wollen wir raus haben. Kann man noch ein bisschen Kokoshum drüber geben. Ist das schön ausschaut, müssen wir noch suchen. Einmal den Kokoshum. Ja, oben kommt noch der Kokoshum drüber. Und macht das eine schönere Farbe. Jetzt haben wir das Ganze. Ja. Mit unserer Spritze feucht machen. Feucht, dann gehe ich zu nass. Das werden wir dann von oben begleiten, unser schönes Video. So, wie viel Milliliter gehen wir rein? Nicht zu viel. Bis unten schön feucht ist, das waren jetzt 20. Sehr gut, jetzt haben wir es toll. 40 Milliliter, bis unten wieder raustropft. Und jetzt kann man nochmal leicht andrücken das Ganze. Und oben offen lassen und dazulassen. Mal das sehen. Das Gute beim Durchsichtigen ist, man kann das schön beobachten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben.